Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3. Wir machen weiter mit der Karriere. Hier schon mal den Blitzer ausgelöst. Ich habe da einen Fahrer, der perfekt für deine Aufstellung wäre. Würde sagen, das gucken wir uns später an. Und wir fahren mit dem Holden, den wir uns letzte Folge gekauft haben. Und ich muss sagen, der geht richtig ab. Richtig krank, Leute. Ihr seht, die Traktionskontrolle, die ist nur am Zittern, wenn ich richtig aufs Gas drücke. Also wenn ich die nicht anhätte, leuchte dann... Eine Blitzerzone, kennst du die noch? Halte die Tachonadel am Anschlag, bis du die Zone passiert hast. Wir messen dann deine Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, und es war schon mal hier nichts. Egal, wir machen weiter in der Karriere. Und entdeckt der Strecke. Wie gesagt, die Karre geht richtig krank ab. Sachte, sachte. Wenn du dich mitten in der Blitzerzone verfährst, können wir deine Geschwindigkeit nicht messen. Sorry, Boss. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich sehe gerade, der hat zwar mein Navi nicht angenommen, aber wir wissen, wo wir lang müssen. Und mal geradeaus und dann auf der linken Seite. Dann mal ein bisschen gechillter. So, jetzt hier links. Dann nächste rechts. Fühlt man sich wie in einer Fahrschule hier. Und das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So, Surfers Paradise. Drei Brücken Rundstrecke fahren wir. Ja, mit Oh, ich habe ja noch einen Ford Mustang, wusste ich gar nicht. Aber wir fahren mit unserem Holden. Oder? Nee. Nee, bleibt dabei. Ja, wie schon gesagt, drei Brücken Rundstrecke. Mal sehen, wie wir uns meistern werden. Mit dem Schlitten hier. Aber da geht noch einer ab hier, der Weiße. Rechts neben uns, der hat auf jeden Fall eine krasse Beschleunigung gehabt. Wir fahren noch ein bisschen sachte. Wie gesagt, wenn ich richtig aufs Gas drücke, das geht nicht gut aus. Zur Not fahren wir einfach ein zweites Mal. Sobald, wie gesagt, wenn ein Hunkel kommt, dann springt die Traktionskontrolle ein. Ich glaube, ohne würde ich völlig... Hätte ich das Auto gar nicht unter Kontrolle. Ist ja so manchmal schon schwer. Ja, in einem extra Video fahre ich mit diesem Auto ein bisschen rum. Mache ich gleich noch mal ein bisschen Werbung. Ich weiß gar nicht, ob das Video schon online kam. Wenn nicht, dann kommt es noch. Ansonsten müsst ihr mal gucken in meiner Playlist Forza Horizon 3 Autofahrt. Da findet das dann auf jeden Fall. Da geht die Luzi auf jeden Fall noch mehr ab als hier. Und wir sind mittlerweile Platz 3. Aber schon letzte Runde. Und da sehen wir es. Also, man muss hier echt mit Vorsicht das Auto genießen. Ja, gut abgebremst. Platz 1. Eieiei. Ja, sieht nach einem guten Sieg hier aus. Wenn wir jetzt nichts falsch machen, hätte ich es mal nicht zu laut gesagt, Auto fast wieder ausgebrochen. So,
So, und jetzt Vollgas, Leute! Und Platz 1. Fast 9000 Credits konnten wir erhaschen und wir kriegen 7000 EP-Punkte, Levelaufstieg. Oh, dürfen wir einmal drehen, ist klar, ja. Und was bekommen wir? Ein Chevrolet Supersport. Ja. Kann jedes Auto gut gebrauchen. Ich brauche nur noch ein paar mehr Fans dafür. Geh einfach da raus und mach etwas wirklich Aufsehenerregendes, okay? Ja, machen wir. So, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir noch im Wheelspin einkassieren können. Einmal, oh, ein Rolls-Royce, na. Sogar noch Cabrio. Mal sehen. Ah, nur 10.000, 75 wären besser gewesen, aber besser als 7 natürlich, was oben drüber ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Versuche wir haben. Wir spielen einfach alles, was geht. Ich glaube, 3 waren es. Und nochmal 10.000. So, wir fahren nochmal. Und zwar diesmal... Also ein Special-Rennen müssen wir gleich nochmal gucken. Wie das jetzt genau heißt. Ey. Schon mal komplett neben der Spur hier. Ach man. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, das war mega schwierig. Ich habe es erstmal aufgenommen, bevor ich kommentiere. Und ich glaube, 10 Versuche habe ich dafür gebraucht. Weil irgendwie ist mein Lenkrad noch nicht perfekt eingestellt. Das müsste ich noch machen. Und deswegen musste ich dann mit Controller... Ach, Löffelliste hieß es. Musste ich meinen Controller ranziehen und damit zocken. Und zwar müssen wir driften mit dem Nissan GT-R durch ein nächtliches Paradies. Ich weiß nicht, was E-Drift ist. Also driften normal ist... Hey, ganz klar. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, was ein E-Drift ist. Ja, jetzt spiele ich hier mit Controller, weil sie es einfach besser macht und bitte keine Kritik äußern. Also driften hasse ich wie die Pest, muss ich euch gestehen. Ist nicht unbedingt meins, deswegen sieht das aus wie, was weiß ich. Vielleicht klappt es besser, wenn ich mein Lenkrad noch ein bisschen besser einstelle. Aber immerhin 5 von 25. Das Auto sieht auch gut aus, kein Außenspiegel mehr. Ja, der war doch mal in Ordnung, würde ich sagen, der Drift. Ey. Also ich will nicht wissen, was ich hier für einen Schaden anrichte am Auto. Wird nicht billig, Leute. Schon mal die Hälfte geschafft und wir haben noch eine Minute, wird schwierig. Oh. Oder vielleicht schaffen wir es doch. Wir fahren jetzt hier bloß die Runde, weil es relativ gut läuft. Oh, jetzt kommen sie. Schaffen wir vielleicht doch noch. Ja, hier hätte ich jetzt... Moment, geskippt.
Oh, der war auch in Ordnung. So, zwei nur noch und 20 Sekunden. Los. Die Kurve hier gut nehmen, dann schaffen wir es. Und ja. Ah. Sie haben 25 Fähigkeiten verdient. Das ist doch super. Können wir gut gebrauchen. Und trotzdem noch. Ich habe gerade mit den Leuten vom Horizon telefoniert. Ich bin so kurz davor, die neueste Bühne genehmigt zu bekommen. Wir brauchen nur noch ein paar mehr Fans. Hilfst du mir dabei? Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ja, auf jeden Fall haben wir es geschafft für heute. Das soll es gewesen sein. Nächste Folge geht es weiter mit der Karriere. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bleibt gesund und bis dahin, Leute. Ciao.